Wir von Grobe TV begeistern uns schon seit über 22 Jahren für das Kino und die große Welt der Unterhaltungselektronik. Bei uns arbeiten Kinofans, die dir die aktuelle HiFi und Videotechnik in Cast begeistert präsentieren werden. Und das für jeden Geldbeutel. Falls du auf der Suche nach perfekten Lautsprechern oder HiFi-Elektronik bist und du zudem noch auf Design und Funktion achtest, bist du bei Grobe TV richtig. Das Bild sollte größer sein? Du willst dir das Kino nach Hause holen? Wir zeigen dir eine Auswahl von Heimkinoprojektoren und natürlich erfüllen wir dir auch den Traum von deinem eigenen Heimkino. Kino ist nicht für dein Handy, dein Tablet oder deinen Fernseher gemacht. Besuche uns in Cars oder auf unserem YouTube-Kanal und tauche ein in die Welt der Unterhaltungselektronik. Ja, wir haben die Zeit und die Kompetenz, die ihr woanders vermisst. Wir freuen uns auf euren Besuch. Herzlich willkommen wieder bei Grobe TV, unserem Heimkino-Kanal. Zweiter Tag unserer Süddeutschland-Tour. Ihr habt ja sicherlich schon das erste Video gesehen, wo vom guten Rossi, ne, Gründer der Facebook-Gruppe Heimkino Freaks, wo ihr sicherlich jetzt in den letzten Stunden ein Abo abgegeben habt. Und wir sind am zweiten Tag weiterhin mit dem Holger, der rasant über die bayerischen Autobahnen gebrettert ist. Und ich konnte ihm einigermaßen folgen und sind jetzt beim Sven gelandet. Sven und Familie. Erstmal vielen Dank, Sven, dass wir hier sein dürfen. Ja, gern. Wir haben uns im April gesehen in Karst. Da bist du tatsächlich diese ganze Strecke, das sind ja schon ein paar Kilometer, zu uns gefahren. Ja. Und es hat sich anscheinend gelohnt. Ja, hat sich, wie man gleich sieht, gelohnt. Absolut. Hat sich für alle Beteiligten gelohnt, würde ich mal sagen. Wir haben hier einen Kinoraum. Im Vorfeld habe ich nur gehört, ca. 13 Quadratmeter. Büro, Gästezimmer und Heimkino. Da dachte ich, holla, das ist aber einiges. Und hier in diesem Plan, den der gute Holger insbesondere mit dir erstellt hat, hast du eine Bauanleitung bekommen, wie du das bestmöglich selber realisieren kannst? Genau. Also mit dem Holger zusammen haben wir eine Akustikplanung nachher gemacht, weil die Frage halt tatsächlich war in dem Raum mit den Limitationen, die wir eigentlich haben, was können wir da draus machen, dass es immer noch gut klingt, aber dass auch die Schwiegermutter, wenn sie vorbeikommt, einen Platz hat und dass man eben auch arbeiten kann. Kommt die jetzt häufiger, weil du da jetzt ein Heimkino hast? Na, schauen wir mal. Okay, alles klar. Gut, das werden wir später klären. Auf jeden Fall, das ist so ein Plan, den der gute Holger dann hier wirklich individuell erstellt. Da ist nichts mit Copy und Paste. Das muss wirklich jede Seite, jedes Maß, jedes Bild, was er hier macht, jeder Plan, muss auf deine Bedürfnisse, ich sag mal, ja, geplant werden und dann umgesetzt werden. Ja, so ist es. So ist es. Okay, wie lange hast du dann dafür gebraucht, um das Ganze umzusetzen? Ich sag mal roundabout, wir haben gestartet, irgendwo so kurz nach Weihnachten waren wir in Kontakt zum ersten Mal. Ja. Haben dann die ersten Telefonate geführt, ne? wie starten wir, wie lange braucht auch so ein Plan und im Prinzip wurde es jetzt fertig. Ne? Okay, und dann kam eine Menge Kisten und Kästen und Pakete. Deine Frau hat sich schon gewundert, was hast du alles eingekauft? Du hast glücklicherweise eine große Garage. Sie war ganz tapfer und ist auch mit dir hier unten, ja? Sag jetzt nichts Falsches, sie steht direkt hinterm Kameramann. Ja. Okay, alles klar. Okay, super. Dann würde ich sagen, ich habe nichts vorher gesehen. Ich habe es mir nur beschreiben lassen und bin sehr gespannt, weil, das kann man auch noch sagen, es sind keine dänischen Lautsprecher drin. Nein, ausnahmsweise mal nicht, wobei die dänischen, die haben wir oben. Ach doch? Ja. Aber Moment, oben im Wohnzimmer. Ja. Ja, das habe ich gesehen. Genau. Da sind welche, tatsächlich. Genau. Da hast du noch ein kleines Fernsehwohnzimmer, sage ich mal. Ne? Mit denen haben wir damals gestartet. Ne? Ja. So eine kleine 5.1-Anlage von Dali, aber komplett katastrophal geplant und gebaut eigentlich. Ne? Also ein bisschen hoch hängen die Lautsprecher. Die hängen oben, obwohl es eigentlich die Backs sind. Ne? Ja. Aber das war damals war's okay. Ja. Ne? Vor allem Tagesschau irgendwie von vorne und von hinten sehen. Aber jetzt geht es halt wirklich ums Filme gucken, ums Musik hören und ein bisschen Spaß haben. Das sind genau die richtigen Begriffe, die man nennen sollte, wenn man ein eigenes Heimkino hat. Ja. Okay, dann würde ich sagen, ich gehe da mal vor. Der gute Lothar folgt uns. Holla! Okay. Ich war jetzt im ersten Moment etwas irritiert, aber stimmt ja, es ist ja ein Multifunktionsraum, weil das so hell ist hier, aber andererseits ist es gar nicht so hell. Und guck mal hier, die Akustik. Merkt ihr das schon? Da habt ihr einiges umgesetzt. Hä? Da ist einiges an Material drin, ja. Also das ist definitiv wieder mal ein schönes neues Beispiel, wie man einen Raum gestalten kann mit 13 Quadratmeter Grundfläche. Ja, so 13,5. Wenn ich hier mal reinschaue, was sind hier die Maße ungefähr? Hast du die im Kopf? 3,90, 3,45 auf 2,27. Also, du hast eine Länge von 3,90, das ist das hier. Ja. Und du hast eine Breite von 3,40 und eine Höhe von 2,27. Mhm.
Also wenn jetzt noch einer sagt, er hat nicht den Raum zu Hause, um sich ein eigenes Heimkino zu realisieren, ich weiß nicht, wo er da wohnt. Also das geht doch. Ja. Und du hast, und das ist, glaube ich, eine Premiere, wir haben hier keinen Beamer, wir haben hier einen Fernseher. Und die Dinger werden immer größer, werden immer besser bei dieser Größe. Und dann hast du dich für welchen Fernseher entschieden? Das ist der 8312 von LG. 83 OLED. Zoll. Das sind ja ungefähr 2 Meter in der Breite, ne? Wenn ich mich nicht so täusche. Ne? Ja. Und ein OLED. Ja. Also absolut gleichmäßige Ausleuchtung, Helligkeit, mega schwarz. Mega schwarz, ja. Und sitzt wie weit dann ungefähr entfernt? 2,5 Meter? 2,70? Ja. Kommt hin? Mhm. Ah, ich bin gut mittlerweile. Ja, langsam habe ich es raus. Du warst auf der High-End. Ja. Hast uns dort auch gesehen. Hast den Tipp wahrgenommen. Hör uns, du musst nicht unbedingt einen Laden haben, wo du so ein Zeug verkaufst, man kommt da rein. Also das ist noch ein Tipp fürs nächste Jahr. High-End ist kein Problem, da auch an einem Händlertag reinzukommen. Ja. Und dann bist du zu einer Lautsprecherfirma mal hingegangen, wo du dich nochmal genauer informieren möchtest. Ich habe ja gesagt, hier sind keine Dänen. Welche sind denn jetzt hier als Lautsprecher? Das ist PMC. PMC. So, und das gucken wir uns jetzt mal alles in den nächsten Minuten genauer an. Warum, wieso, weshalb du A, die Lautsprecher genommen hast, B, die Aufteilung hier, wie ich finde, ziemlich genial, weil ich gucke mich ja auch nun gerade zum ersten Mal um. Ja, nicht schlecht. Darf ich mal fragen, warum du die helle Farbe aber genommen hast? Ja, weil, also wie gesagt, es ist ja Multifunktionsraum. Ja. Und ich arbeite hier. Und in Zeiten von nach Corona, Mobile Working, zum Teil auch bis zu 4 Tagen die Woche. Ja. Im Schnitt so die Hälfte der Woche auf jeden Fall. Ja. Und das war halt ein Punkt, und insbesondere, als wir über die Farbauswahl nachgedacht hatten, da sagte der Holger, der das Ganze ja geplant hatte, naja, mach doch schwarz. Ne? Wir machen immer schwarz, schwarz ist gut, schwarz ist unempfindlich. Und ich dachte mir dann, okay, schwarz. Ne? Und habe mich dann umgeschaut und dachte mir, nee, vielleicht können wir auch eine andere Kombination machen. Vielleicht machen wir blau als Kontrastfarbe und weiß dazu, dass es ein bisschen Helligkeit mit reinbringt. Und das Blau ist vor allem genial hinterm Fernseher, weil wenn du abdunkelst, dann ist es eigentlich wie schwarz. Ne? Das heißt, du hast den Fernseher, den OLED, tief schwarz und dahinter die blaue Wand, die dann auch wie schwarz wirkt. Und gleichzeitig hast du aber noch so ein bisschen Orientierung im Raum. Also wenn du einen Film guckst, du siehst immer noch, wo ist meine Außenwand, wo muss ich hin, wenn man immer irgendwie raus muss. Und von daher war das dann die Wahl. Und es war auch echt gut, weil in der Bauphase, da hatte ich dann alles blau gestrichen und ich habe mir dann einen riesen 8000er Baustrahler hergestellt und da ist trotzdem, es war düster in dem Raum, das war Wahnsinn. Und da merkt man dann sofort, sobald diese weißen Elemente wieder da waren, wie es dann freundlicher wurde. Ne? Und das ist so vom Kontrast her einfach auch so ein bisschen fürs Raumgefühl, gerade für tagsüber, man schaut jetzt nicht den ganzen Tag nur irgendwelche Action-Blockbuster an, ist dann schon schön. Ja, weil du ja auch grundsätzlich das Licht ein bisschen anlassen kannst, um dann trotzdem ein gutes, hochwertiges, ich sag mal, Bild zu bekommen und auch einen guten Kontrast zu sehen, nicht wahr? Mhm. Du hast aber hier eine Rollade, die draußen ist, die wirklich lichtdicht abschließen kann? Ja, genau. Also das ist so ein klassischer Roller. So ein klassischer Roller, der da gerade da ist, die Kurbel, mit der das Ganze geht. So, wir machen mal eine Drehung hier rein, weil der gute Lothar hat sicherlich schon einen Teil des Bildes aufgenommen, als wir reingekommen sind. Wir gehen einfach mal, folgt mir doch einfach mal bitte. Das ist hier dein Arbeitsplatz hier. Da hast du deinen Rechner, da hast du deinen entsprechenden großen Monitor, schönes Licht hast du auch und nimmt ja nicht so viel Platz in Anspruch hier für das Ganze. Ist ja doch ein relativ dezenter Schreibtisch, wa? Ich sag mal, das ist ja tatsächlich so eine Reise. Ne? Also wir haben ja, als wir die ersten Gedanken gemacht haben, da stand irgendwie noch hier so ein alter Holzschreibtisch mit Blick zum Fenster und ich habe dann mit Holger gesprochen, er sagt, na komm, also wenn du ein Kino planst, dann muss hier der Monitor hin. Also da kann man hier keinen Schreibtisch haben. Okay, dann überlegt, wenn wir hier einen Schreibtisch hinbauen, da war da ziemlich tief. Und dann hatte ich erstmal angefangen, also der erste Schritt war tatsächlich neuen Schreibtisch. Neuen Schreibtisch, das ist das schlankeste Modell, das ich gefunden habe, 60 cm tief, höhenverstellbar voll. Und dann war eben jetzt der Gedanke, wie machen wir es mit den Sitzplätzen? Weil das erste, was Holger wieder sagte, war Sweet Spot. Wo ist dein Masterplatz? Ich sagte, okay, klar, irgendwo in der Couch der Mittelplatz. Aber ich möchte auch mal zu zweit, zu dritt oder als Family gucken. Zu viert kommen wir hier mit den 2 Kids auch mit rein. Und dann das zweite war dann, den Stuhl anzuschaffen. Weil das ist so kein ganz normaler Bürostuhl, das ist ein Stressless. Und der hat halt den Vorteil, den kannst du halt auch zum Sitzen erstmal mega bequem. Du kannst ihn auch nach hinten. Der hat eine riesen Sitzfläche, ne? Du kannst ihn auch nach hinten beugen, sitz ruhig mal rein. Da kommt nicht mehr raus. Und dann? Ja. Und dann? Kommt jetzt noch ein Bausatz, damit ich die Beine noch hochlegen kann, oder was? Ein schickes Ding, ja, guck mal hier. So, und okay, hier haben wir dann den Masterplatz. Ja. Das heißt, wenn wir hier jetzt weiter gucken, dann kann man sich hier hinten kann man so nach vorn ziehen und dann kann man sich richtig reinlegen. Du sagst gerade, der Masterplatz. Heißt das, du guckst mit diesem Sessel dann auf den Fernseher von hier aus dann? Hin und wieder. Hin und wieder. Hin und wieder. Also da. Ich habe aber den Masterplatz bin, schon den mittleren. Wenn ich allein bin, gehe ich natürlich auf den. Dann gehst du auf den. Aber wenn ihr mal mit einer größeren Gruppe hier seid, momentan sind die Kids noch relativ klein. Ja. Irgendwann kommst du gar nicht mehr alleine rein. Aber dann sitzt meine Frau hier, die Kids sitzen da. Passt auch von der Rückenlehne ganz gut, weil die kannst du ja nach hinten machen, dass halt der Backlautsprecher auch funktioniert. Ne?
Aber das ist ein mega bequemes Teil hier, ne? Ja. Ja, sehr schön. Okay, verstanden. Du hast was von Höhenverstellbar gesagt. Der geht elektrisch hoch und runter? Ja. Auch nicht schlecht. Stellen wir den gerade mal raus. Auch nicht schlecht. Warum machst du das mit elektrisch hoch und runter? Wozu ist das gut? Je nach Tagesverfassung oder was? Ja, da kannst du stehen. Fürs Kreuz gut. Ach, du kannst den so weit hochfahren, dass du im Stehen arbeiten kannst? Ja. Also wir können hier auch geht auch richtig flott. Einmal komplett nach oben gehen und dann kann man den einfach so ein bisschen nach hinten schieben. Dann steht er nicht mehr im Weg. Ja, du nutzt hier jeden Zentimeter, ne? Und dann kann man da... Meine Himmel! Muss ja langsam auf die Decke achten, wa? So, das, also für mich, für Stehriesen ist es nichts, aber für mich ist es eigentlich genau die Arbeitshöhe. Und das andere Geniale ist auch die Lampe. Das ist eine Tageslichtlampe, die auch einen Tagesverlauf mitmacht. Das heißt, du hast abends so ein bisschen wärmeres Licht, tagsüber ein helles. Und du kannst dir auch so ein Lichtespresso machen. Also das, wenn du mal so richtig müde bist, kannst du draufdrücken dreimal und dann gibt es so ein bläuliches Licht. Das ist so richtig... die Energie noch mal pushen. Ich dachte, da kommt irgendwo Red Bull raus. Ja, das wäre noch. Das wäre es noch. Ja, der Kühlschrank macht zu viel ab. Coole Lampe, hast du da einen Namen für? Weißt du, Ding Heaven. Heißt? Heaven heißt die? Heaven. Heaven wie Himmel, ne? Wieder Himmel, nur verkürzt mit VN. Schönes Ding. Ja. Bezahlbar? Bezahlbar, aber schon. Kostet schon ein paar Mal. Ein bisschen preisintensiv. Aber arbeitet also mit einer internen Uhr mit der Tageszeit. Ist per also App mit. Auch steuerbar. Sehr, sehr schön. Also haben wir den Bereich haben wir schon mal abgedeckt. Jetzt gehen wir mal weiter. Du hast hier eigentlich alles genutzt, was man so an Lautsprechern hier so verbauen kann heutzutage in einem Heimkino. Ne? Ja. Der Holger sagte mir, als ihr in Kontakt gekommen seid, hattest du ihm eine Liste von, ich sag mal, Begriffen, Vorstellungen, Wünschen geschickt. Nach dem Motto, Junge, guck mal, was du davon realisieren kannst. Weil ich habe da viel von gehört, gesehen. Mhm. War das so in der Art? Ja, also es ging tatsächlich los, also neben den Gedanken über ein Heimkino, über euren Kanal. Mhm. Also ich habe über euren Kanal eigentlich so einen Einstieg gefunden, wirklich die Videos rein, was machen andere daheim. Und da war natürlich dann Auro 3D, habe ich davor noch nie gehört. Und das war natürlich dann spannend, weil jeder von der Auromatik geschwärmt hat. Ja, Auromatik klingt gut. Ja, alles gut. Okay. So, da ist auch Platz. Ja. Und dann habe ich mal einfach die verschiedenen Setups, Lautsprecherpositionierungen mir angeschaut und hatte auch mit dem Holger drüber gesprochen. Ich sage, pack rein, was geht. Und dann sagt er, ja, es geht viel, aber wenn du jetzt hier einen Schreibtisch hinpacken willst, dann können wir nicht 7.1 machen, dann müssen wir 5.1 machen. Und wie man jetzt sieht, also wir haben jetzt hinten die 5, na, also 3 vorn, 2 hinten und dann eben die 6, na, also ein Voice of God. Und klar, ich sag mal, mehr ist immer cool, aber ich glaube, wenn man es irgendwo in der Balance halten will, gerade in so einem Raum, dann ist das Setup mit 5.1.6 schon ganz gut. Diese PMC-Lautsprecher sehen ja irgendwie auch amtlich aus, ne? Sag mal was kurz zu der Firma PMC. Wer ist das? Was können die? Ja, es ist eigentlich so eine Monitor-Company-Firma aus Großbritannien. Die sind spezialisiert auf Studio-Lautsprecher, also für Musikaufnahmen. Und das ist aber, wie immer, das ist eine Reise, ne? Also es ist nicht so, dass ich sagte schon immer, ich brauche diese Lautsprecher. Das war, man liest ja dann die Zeitschriften, auch die Audio und da sind Testtabellen drin. Und das Erste, was ich gemacht hatte, bevor wir über Trinov nachgedacht hatten, war tatsächlich, wie kriege ich es hin, einen schönen Standlautsprecher vor die Wand zu stellen, ohne dass der dröhnt? Also der Grundgedanke war nur ein Standlautsprecher, ohne dass der dröhnt. Und in der Testtabelle, wenn man die von oben nach unten liest, war der erstbeste Lautsprecher, also von den guten, von PMC, der wandnah aufgestellt werden kann, ohne dass der dröhnt, weil die dieses Transmission-Line-Prinzip haben. Also die haben ja innen drin so ein kleines Labyrinth, das den Schall leitet. Und dadurch haben die gerade im Tieftonbereich eben einen Vorteil gegenüber normalen Lautsprechern. Und das war eigentlich der Einstieg in dieses Thema. Und dann hat sich das irgendwie natürlich verselbstständigt, ne? Weil dann fängst du an, einen Plan zu machen, dann liest du mehr über die Lautsprecher. Und irgendwann haben wir dann auch, wo wir bei euch waren, wir waren dann im April in Karst und waren am Tag danach noch in Essen. Und in Essen haben wir dann die PMC-Lautsprecher, aber nicht die, sondern ein anderes Modell, die Fakt 8 uns angehört. Ein Freund und ich, also der Christian, der war auch mit bei euch dabei, der hat auch hier ein bisschen mitgebaut. Hallo von der Seite. Kann heute leider nicht dabei sein. Und da haben wir die angehört und wir saßen davor und dachten einfach nur, geil. Ja, das war einfach mega. Ja. Und lag aber vielleicht auch einfach an meiner Naivität in dem Thema, weil ich jetzt nicht 30 Lautsprecherprobe gehört hatte. Ich hatte dann halt mal die gehört und die waren einfach super. Super ausgewogen, nicht zu basslastig, irgendwo schön balanciert. Und dann hatte ich auch hier einen Händler in Ulm, der die auch geführt hat. Der hat sich die auch mal herkommen lassen vom PMC-Vertrieb. Der ist ja relativ neu in Deutschland. Und
war dann noch an der High-End und irgendwo hat es sich dann das Setup hier ergeben, weil der Holger dann halt auch sagte, Bandlautsprecher wären eigentlich geschickter vielleicht. Ne? Ich mache ruhig was rüber. Du hast dich also für einen Lautsprecher entschieden, der direkt an die Wand befestigt oder an der Wand befestigt wird. Kann der auch eingebaut werden oder ist der wirklich ein Lautsprecher, der nur vor die Wand gesetzt wird? Ja, also gut, die Tonstudios, die bauen den dann auch in ihre Wände ein. Also das ist schon auch ein klassischer Einbaulautsprecher, den könnte ich bündig in eine Wand einbauen. Ja, wobei die 140er, die gibt es jetzt tatsächlich als On-War. Da haben die noch einen Unterschied gemacht, genau. Gehäuse. Die anderen, das sieht man ja auch, die kannst du immer sehr schön reinsetzen, weil die ein bisschen vorne verbauen. Die Frontplatte ein bisschen größer sind. Ja, genau. Okay, was ist das da oben mit den Gittern, die wir da haben? Ja. Was kommt denn da? Ist das genau, die Sache das mit den Kanälen, die du da innen drin hast? Ja. Das heißt, der macht hier drin im Prinzip ein langes Labyrinth und irgendwann ist hier dann der Luftauslass und so ist es auch bei den Kleinen. Das ist ein Grundprinzip, was die bei dieser Serie überall haben. Ja, genau. Und die haben halt diese CI-Serie, das ist die Serie, die eher für Custom Installations eben genutzt wird. Ja. Dann gibt es die FACT-Serie, das sind die Standlautsprecher, die man eher in so schönen Wohnzimmer-Setups einsetzt. Okay, auch wahrscheinlich verschiedene Farben. Typischerweise für Stereo. Mhm. Ja. Mhm. Und dann haben die noch so die klassische Studio-Serie, wo dann eher so diese Studio-Monitor-mäßige sind. Aber die werden jetzt auch gerade von so Dolby Atmos-Studios relativ oft mit eingesetzt, die dann die Dolby Atmos-Musik mastern. Mhm. Mhm. Und wo liegen die preislich? Ja, nicht ganz so günstig wie die Dalis. Also Ist in der Region von den Tausender. Also der einzelne kleine da oben um die 1000, der Kollege da unten dann um die 3? Ja, 4. 4, einer. Ja, ist schon sportlich. Das ist Material, ist das Aluminium oder was haben die hier? Das ist Metall hier, ja, ne? Ja, das ist so ein gebürstetes Metall. Ist Metall, ne? Okay. Ja, also sehr schick. Ich bin gespannt. Du bist auf jeden Fall super zufrieden. Ja. Das ist das Wichtigste. Ja, schon nett. Schon nett. Ja. Wird auch regelmäßig benutzt hier, ne? Also klar, jetzt ist ja die Anfangsphase, da sitze ich hier jeden Abend und spiele noch dran rum. Da haben wir noch den Holger da. Die finale Einstellung durch euch ist ja noch offen. Ja. Also er war so lieb, mir schon mal das Mikro zu schicken. Dann hat er mal das Erst-Setup gemacht mit der Trinov. Das halt auch, also die sagen immer, man soll die einspielen 50 Stunden. Das ist ja auch so eine kontroverse Diskussion, ob sowas erforderlich ist oder nicht. Aber ich habe mich dran gehalten, wollte jetzt auch nichts falsch machen. Das heißt, ich habe die jetzt auch schon 60, 70 Stunden laufen gehabt. Und jetzt gucken wir nachher mal noch, Holger wollte noch mal überprüfen, ob ich die Winkel soweit richtig gemacht habe. Und das ist der Center. Genau. So, den hast du da unten integriert. Du hast hier keinen Tisch, du hast aber noch was für die Füßkes. Jetzt zeige ich mal so ganz offen, den hättest du auch was höher setzen können, oder? Hast du das mal getestet oder hast du gedacht, nee, das ist da genau, ich wollte eine einheitliche Linie haben? Ich denke ja schon wieder an die Kommentare, die manch einer vielleicht sagt. Ja, zu bodennah. Ne? Gut, du hast ihn da so hingesetzt, ein bisschen angeschrägt ist er. Mhm. Okay, perfekt. Dann hast du hier rechts etwas von AudioQuest. Ja, klar, die berühmte Stromdiskussion. Und das ist natürlich auch sowas, wenn man in so ein Thema hatten wir einsteigt. Gestern schon. Da schaut sich dann natürlich immer von dem einen Video zum nächsten und irgendwann sagt man, naja, ich möchte es mir jetzt auch nicht mit dem Strom gerade versauen. Wir haben nebendran einen großen Stromspeicher, wir haben Wechselrichter, wir haben eine PV-Anlage. Ja genau, du bist ja gut eigenversorgt. Wir haben Netzwerk über die Steckdose für die Garage, das heißt, da ist schon relativ viel Zeug im Stromnetz. Mhm. Und da war dann der Punkt zu sagen, okay, dann guckt man halt schon, dass auch der Strom irgendwo passt. Das ist also ein Gerät, wo alle Stromempfänger angeschlossen sind. Das heißt, du nimmst den Niagara 5000 heißt der. Okay, das heißt, du kriegst eine Steckdose, einmal Strom rein und dann sind da Anschlüsse für die ganzen einzelnen Geräte. Ja. Perfekt, okay. Dann hast du eine IOTA, das ist die 7-kanalige. Mhm. Hast du zwei davon. Mhm. Genau, und dann hast du den in der Mitte die Trinov. Die Trinov war auch direkt von Start weg dabei oder hattest du vorher erst noch einen anderen Verstärker hier testweise drin? Nee, die war von Start weg. Weil du bei uns unternommen warst und weil wir zufälligerweise uns über den Weg gelaufen sind. Der Dennis hatte Vorarbeit geleistet und ich habe nachher nur noch die Knöpfe gedrückt. Ihr habt so natürlich ganz klassisch nach oben beraten. Muss man sagen. Ne? Haben wir das? Na gut, wenn man halt den Test macht und wir hatten dann so Dalis im mittleren Preissegment uns angehorcht, dann haben halt erstmal auf einem normalen Stereo-Receiver angehorcht, dann waren wir bei einem Vor-Endstufen-Setup und irgendwann waren wir dann bei euch im Grobe-Kino drin und hatten mal nur die zwei schon mal mit dem Trinov Optimizer angehört und dann natürlich mit dem Gesamtsetup und dann hattest du noch ein bisschen 3D-Musik aufgelegt und da muss man dann schon sagen, ist schon mega. Und ein der Hauptpunkt war halt wieder zu Beginn der Story Raumakustikprobleme. Mhm. Sagen, ich möchte jetzt nicht hier unten sitzen in einer dröhnenden Halle. Ich möchte halt schon da unten sitzen und vor allem halt auch Musik hören. Also es geht jetzt ja nicht nur ums Filme gucken, sondern es geht halt auch darum, mal irgendwie eine schöne Musik mit klarem Klang oder einfach sehr präzisen Bass zu hören. Ne? Und da ist natürlich das Thema Hall, Nachhall und das Thema Bass dröhnen natürlich ein Thema.
Mit dem Bass müssen wir jetzt nachher auch noch gucken. Die sind noch ein bisschen laut eingestellt, glaube ich. Und dann natürlich die Chefin des Hauses. Ne? Also ich hatte bisher immer im Wohnzimmer gesessen. Da war dann abends sehr regelmäßig, gab es einen WhatsApp-Kontakt nach dem Motto, mach doch mal ein bisschen leiser. Und jetzt haben wir zumindest mal ein Stockwerk mehr dazwischen. Ich denke, die Absorber tun auch ihren Dienst. Ich habe es gestern Nachmittag mal kurz getestet in der Mittagspause. Also wenn man jetzt unten so richtig auftritt, ne? Dann hörst du oben im Schlafzimmer schon natürlich was. Erster Stock. Aber wenn man in ordentlicher Filmlautstärke guckt, dann ist es im Obergeschoss okay. Also dann ist es nicht so, dass man da rausfällt. Und von daher, das war halt auch ein Ziel, dass man jetzt nicht sich einen Tag im Jahr rausnimmt, wo man mal Film gucken kann, sondern dass man es halt auch jeden Tag, wenn man Lust hat, machen kann. Ich habe mich jetzt dreimal schon umgeschaut wegen dem Stichwort Bass. Ich war nämlich gerade überlegen, wo sind die Dinger denn überhaupt? Aber du hast da die zwei Mikros hast du ja. Von SVS, ne? Die 3000er. Die 3000er? Ja. Die bösen kleinen Zwerge. Ja, die haben halt so gut gepasst von der Größe her und sind auch App-steuerbar. Und wobei, ich hatte es schon getestet, also die PMCs, die gehen ja die ganz gut. Die machen sicherlich auch einen guten Tiefton. Die gehen ja schon, ganz ne? gut bis 40 Hertz. Mhm. Und ich hatte sogar schon, das muss ich nachher mal mit dem Pat und mit dem Holger besprechen, überlegt, ob man für Musik die Subs auslässt. Weil es klingt einfach total genial, nur mit den Lautsprechern, ohne die Subs. Aber das ist ja genau der gut, Punkt, deswegen genau Punkt, auch den man jetzt hier drin auch mal checken kann. Du kannst dir ja auch zur Not nochmal ein eigenes Preset ablegen, wo du ganz sagen, nochmal ein bisschen von Hand ein bisschen nachbesserst und nicht nur rein die Automatik nutzt. Genau, da müssen wir einfach ein bisschen dran umspielen. Genau. Ne? Was hast du denn da oben links noch für ein Kästchen? Das muss ich mal ganz kurz fragen. Was ist das denn? Das oben links, das ist ein separates Netzteil. Und zwar einmal für den Silent Angel. Der Silent Angel ist der Rune-Server. Und hinten ist noch dieser Bon N8, dieser Netzwerk-Switch. Und da empfiehlt es sich, dass die einfach eine separate Stromquelle haben und nicht so ein Stecknetzteil. Das heißt, das ist eigentlich nur das Netzteil für... Das Netzteil ist genauso groß wie die eigentliche Abspielmaschine? Ja, größer. Sogar größer? Mhm. Das ist ja cool. Ja, deswegen muss auch oben stehen, weil es gibt Abwärme. Deswegen ist auch hier, man merkt es so langsam. Ich würde sagen, irgendwie habe ich heute mal wieder, ich weiß nicht, ob ich in der Wechseljahre bin, aber ich kriege hier gerade Schweißausbrüche. Ja. Ist warm hier drin, ne? Also im Sommer ist es. Wie machst du das denn hier mit der Belüftung und Entlüftung? Tür also, auf, oder? Du hast hier oben, hast du B- und Entlüftung aktiv. Ah, die ist in der Decke das heißt, drin. Ist das im ganzen Haus? Ja. Ah, okay. Genau, das heißt, du hast hier sowieso zentrale B- und Ablüftungsanlage. Ich habe da noch so kleine, also Schallmodule reingeschoben, dass es nicht so laut ist von der Anlage. Für die Temperatur, also hier ins Eck zum Thema Raumnutzung, da passt noch ganz gut so eine kleine gebläste Säule, dass man beim Arbeiten ein bisschen Frischluft bekommt. So ein Dyson oder was? Ja, sowas ne? in der Art, genau. Und da kannst du auch die Luft aufs Sofa spielen. Ja. Da experimentiere ich gerade noch ein bisschen rum. Ja. Okay. Ja. Lass uns mal nach hinten gucken. Die Schwiegermutter hat dann den Platz nicht nur quer, sondern da kannst du wahrscheinlich das ganze Ding auseinanderziehen wahrscheinlich, ne? Oder? Ja, genau. Also das ist ein vollwertiges Bett, also auch ein Dauerschläfer. Gästesofa. Das heißt, man könnte hier auch jeden Tag drin schlafen. Also die Matratze gibt es her unter Lattenrost. Hast du eine schwiegermutterfreundliche Fernbedienung oder hast du die absichtlich nicht gemacht? Die Fernbedienung? Ja, schwiegermutterfreundlich. Also nach Motto Logitech eine Taste drücken und dann geht's los. Doch, hast du gemacht. Haben wir da? Ja, gut. Also genau, ich sag mal, die Logitech ist halt, also erstens muss man sie wieder bekommen. Ne? Also ich habe die jetzt bei eBay. Du weißt, also ich habe oben habe ich das Teil sowieso stehen, genau. Aber die habe ich von eBay. Ab und zu mal tauchen nochmal welche auf, genau. Genau. Totgesagte Leben. Die Alternativen gibt es ja gerade nur aus den USA so eine, die ist aber auch eher gemischt von der Kritik her. Genau, und dann ist ja das Ding, was wir vorgestellt haben letztes Jahr, das ist definitiv in der Mache, hat natürlich ein paar Verzögerungen gegeben wegen Chips, aber die schätzen, dass es Ende des Jahres noch kommen wird. Das war die Sache mit den Dänen. Ja. Da sind wir dran. Mhm. Okay, sehr gut. Aber so lange ist auf jeden Fall die Harmony. Ist doch gut. Die ist natürlich, sagen wir mal, mit der Trinov, mein Anschalten muss man ja sowieso am Knopf. Mhm. Ne? Und da muss man mal gucken, wie viel Spaß man tatsächlich mit der Fernbedienung hat oder ob man nicht doch manchmal die Trinov-Fernbedienung nimmt oder gleich über das Tablet, ne? Über das Tablet dann arbeitet. Mhm. Mhm. Genau, das müssen wir noch gucken, aber so eine ist da. Und die Alexa steht auch da, um so ein bisschen das Thema Licht nachher auch zu managen. Das ist jetzt noch in der Aufbauphase, also momentan ist die Lampe und alles, was über den Kabelkanälen ist. Da ist noch so ein kleiner LED-Strip. Da oben hast du noch einen Zwischenraum. Ja. Ach, guck an. Das ist ja ganz geschickt. Das hast du auch selber gemacht, alles. Genau, also das hat. Mit Kumpel und mit, so, mit Freunden, mit, Bekannten. Mit dem lieben Christian zusammen haben wir da uns ein Wochenende eingesperrt, haben die Kabelkanäle verlegt und die Lautsprecher angebracht. Und ja, und da ist jetzt so ein LED-Strip oben drin. Das heißt, können wir nachher mal kurz ausprobieren. Da kann man auch ganz schön so Schummerlicht machen: blau, gelb, was immer man möchte. Ne? Und das passt dann ganz gut auch zu der Deckenlampe, weil die kann das auch. Ich habe gerade geguckt, ob da unten auch noch ein Treiber ist, aber das ist ja gar nicht der Fall. Das ist ja schon ein heißes Teilchen hier, ne? Das ist ja lange hier. Mit den zwei Treibern ist halt ein 4 Zoll, 6 Zoll. Das ist eigentlich der gleiche wie der obere.
Der ist nur anders gebaut, dass die die Transmission Line dann halt über die Länge hinbekommen. Ja, ja, die haben aber viel mehr Volumen da, ne, vom Gehäuse her, ne? Ja, genau, aber vom Niveau her sagt man, dass die auf ähnlichem Niveau wie die 30er spielen. Wozu ist das Schloss? Das ist zum Fixieren, wenn man die einbaut. Da gibt es dann so... Ah, dann gehen dann so hinten die so Rasten raus, damit die dann in der Einbauwand dann auch wirklich fest sind. Genau. Okay, verstanden. Kann man da auch eine Abdeckung für bekommen? Ja, das siehst du hier. Also bei dem haben wir sie dran gebaut. Also, ne, also ein Rost haben wir natürlich. Also da das ist meine immer, ich, also Abdeckung, also ein Rost so oder sowas. Und ihr habt eine andere, die nicht so drüber geht. Ne? Weil hier sieht man, das geht drüber und das ist hier nicht der Fall. Genau, da hast du eben diesen Rahmen, der kostet extra. Deswegen habe ich ihn auch bloß da installiert, wo es irgendwo aus meiner Sicht Sinn gemacht hat. Da sieht man die Seite eigentlich permanent. Bei den anderen ist jede Seite ja zur Wand hin. Ja, das ist ja nicht auf der Hand. Genau, gute Entscheidung. Genau, kann man das einmal machen und das ist okay. Also ich bin echt gespannt, wie es sich anhören wird. Ein toller Raum, echt schön gemacht auch. Was ist mit dem Möbel an sich? Ist das eine Sache, die du dir hast machen lassen? Oder? Auch ganz cool. Ne? Also Namen darf man ja hier sagen. Ne? Ja, also, klar, das ich darf alles sagen. Das nennt sich Formbar. So heißt also, der Hersteller? Das heißt Formbar, das ist ein Online-Shop. Ah, okay. Und das hat jetzt ein paar ganz geniale Aspekte. Also Formbar, bei den kann man im Online-Konfigurator sich das auf Länge, Breite, Höhe, wie man möchte, tatsächlich konfigurieren. Du kannst auch hier sogar, also diesen Bogen. Ja, weil du hast ja einen Bogen drin. Hast du den das auch mit vorgeben können? Ja. Den hast du selber gemacht. Also hast du so einen 3D-Konfigurator, ne? Dann kannst du sagen, mehr Bogen, weniger Bogen. Du hast ihn selber geplant und die haben ihn dann für dich gemacht. Also die machen nicht nur gerade Möbel geschnitten, sondern die machen die auch Bögen, alles das bieten die dir an. Genau, also du hast einen 3D-Konfigurator und du machst dann den Plan. Du kannst dir auch von Designern helfen lassen gegen kleine Gebühr. Ja. Also die sagen auch, wenn du irgendwas ganz Spaciges vorhast, machen die das auch. Und dann hatte ich halt die Maße, die Geräte wussten wir ja dann schon. Da wusste ich, wie die Endstufen, wie die Trino, wie viel Platz die brauchen, wie viel Platz der Sender braucht. Hab das entsprechend auf Maß gemacht und dann fertigen die bei regionalen Schreinern. Also die fertigen nicht irgendwo in Polen oder so. Ach, die haben Partner, wo die haben dann Partner. Die Programme rüberschicken und dann sollen die das genau. sofort machen. Das war einer hier aus der Region. Das ist aus einer bayerischen Schreinerei, die das dann aus der Maschine im Prinzip rauslassen. Ich meine, das sind ja schon dann technische Fräsarbeiten. Ja, da musst du schon eine vernünftige Maschine ist aber, haben. Ne? Ist aber auch, sag mal, von der Verarbeitung her, ne? Also da ist so richtig Masse auch dran. Ne? Also das war das große Paket, was da ankam. Das war auch eines der großen Pakete neben den Absorbern. Ich meine, die haben natürlich, wenn die als Karton kommen, das ist schon auch ein Volumen. Ne? Mein Lieber, komm, lass uns das mal so machen. Ich hole auch gleich wieder meine Kopfhörer. Die habt ihr ja sicherlich schon in dem Video vorher beim Rossi vielleicht schon auch für euch rausgeholt, damit ihr dann mal diese Szene, die ich jetzt mit dem Kopfhörer gleich mal aufnehmen möchte. Wir gucken uns mal so verschiedene Beispiele an und hören uns die dann natürlich dann auch an. Die nehme ich dann also mit meinen Kopfhörern auf. Da sind Mikrofone eingebaut, damit ihr über eure Kopfhörer wiederum einen gewissen Eindruck bekommen könnt mit vorher, nachher, beziehungsweise wie so der Raumklang sich anhört. Ja. Und da bin ich jetzt wirklich sehr drauf gespannt, wie das jetzt sich hier anhört und mit welcher Lautstärke du hörst. Ja, ich würde sagen, Durchschnitt bis etwas lauter, für so Medium Rare. Oh, dann schauen wir mal, wie das hier definiert wird. Gucken wir mal, Wir gucken mal, danke. So, ich fange jetzt einfach mal mit einem Stereo-Beispiel an. Das heißt, wir haben jetzt hier ein Stück von unserer neuen Scheibe von Silent Work, die Sonic Leaks. Und da gibt es das Stück Fluctuation, das haben wir hier in Stereo, das ist eine Vorabmischung, die wir hier bekommen haben, und die lassen wir jetzt mal in Stereo hier laufen in Kombination mit den Subwoofern. Da würde ich sagen, lass mal loslegen, beziehungsweise das muss ich ja selber machen. Also drücke ich auf den Knopf und dann wollen wir mal gucken. Und ihr müsst jetzt natürlich die Kopfhörer aufnehmen, weil in meinen Öhrchen sind nicht nur Kopfhörer, sondern auch direkt Mikrofone. Und dann schalten wir allerdings auch mal den Optimizer von Trinov aus. Hier ist der Effekt ziemlich gewaltig. Der Unterschied, ich denke mal, ihr werdet das über die Kopfhörer aber auch hören können. Kannst du jetzt bitte mal die Aromatik anmachen?
Optimizer aus. Und jetzt hören wir uns mal ein Stück in Dolby Atmos an aus dem nicht ganz unbekannten Kinofilm Oblivion. Mein Lieber, jetzt habe ich mir einiges auf die Ohren gegeben. Wir haben in den letzten halben Stunde festgestellt, dass das schon ziemlich gut klingt, obwohl das noch nicht final eingemessen worden ist, weil der gute Sven hat von dir das Mikro bekommen und hat sich nach telefonischer Anleitung schon mal selber an die Materie rangewagt, nicht wahr? Genau, er wollte die Lautsprecher ein bisschen einspielen lassen. Das hat auch der Hersteller erwähnt. Und von daher haben wir ihm das Mikro zugeschickt, dass er eine Grundeinmessung macht, einfach damit die Trinov funktionsfähig ist. Und die Feineinmessung machen wir jetzt in den nächsten Tagen, wenn ich wieder hier in die Region fahre, um dann über mehrere Stunden wirklich verschiedene Positionen hier durchzumessen, verschiedene Presets anzulegen, damit der Sven hier auch mal, wenn er hier arbeitet, Musik hören kann und dann andere Lautsprecher spielen, als wenn er auf dem Referenzplatz sitzt. Das machen wir dann beim nächsten Termin mit der finalen Einmessung. Da hast du jetzt schon eine ganze Menge Sachen gesagt. Also heißt, Einmessung hat er gemacht an drei verschiedenen Positionen. Mhm. Das heißt, die sucht sich dann so eine Art mittlere Variante von der Optimierung raus, was aber nicht unbedingt von Vorteil ist, wenn man hier alleine beispielsweise an dieser Stelle sitzen würde. Da würdest du sagen, da sollte man doch lieber vielleicht eine Voreinstellung nur für diesen zentralen Platz machen? Richtig, genau. Man kann das Ganze ja gewichten, dass man sagt, der mittlere Sitzplatz, die Messung soll mit 70% bewertet werden, hier wo ich jetzt sitze am Rand nur mit 10%. Das kann man ja in der Trinov einstellen. Wenn wir aber so unterschiedliche Einmessungen haben wie hier, dass wir wirklich am Schreibtisch einen komplett anderen Frequenzverlauf haben als jetzt an dem Referenzsitzplatz und auch im Bassbereich einen anderen Modenverlauf, dann würde ich immer empfehlen, wenn man alleine guckt, einfach ein Preset einzumessen mit einer Position des Mikrofons und dann einfach eins der anderen 29 Presets zu nehmen, wo man dann sagt, okay, wenn mehrere sitzen, können wir tatsächlich Mehrpunktmessungen machen, die dann gewichten. Aber das ist ja das Schöne an der Trinov, dass wir einfach so viele verschiedene Preset-Möglichkeiten haben, dass wir alle Eventualitäten hier abdecken können und dann der Kunde einfach nur noch auf Knopfdruck von Variante zu Variante hin und her schalten kann.
Ich erlaube mir trotzdem noch zu erklären, Preset gleich Voreinstellung, Benutzermenüs, sage ich mal, 29 verschiedene Einstellungen, die ich theoretisch und praktisch hinterlegen könnte, für jeden Bedarf und jeden Wunsch und jede Position. So, was uns aufgefallen war, ist, das Sofa ist ja sehr nah dahin und du hast es ja schon auch im Vorgespräch gesagt, der Raum ist eine Herausforderung, auch gerade wegen Thema Bass. Deshalb ist hier auch dann wirklich einiges an Akustik reingesetzt worden, was, wie ich finde, also jetzt, wenn man das Ganze mal in der Praktikabilität sieht, also man hat das Gefühl, das ist wirklich ein hoher Himmel durch die hellen Komponenten hier. Ihr habt gesehen, der Fernseher, ich bin ungefähr bei 2 Meter Abstand, das ist schon sehr nett bei den heutigen Fernsehgrößen, die möglich sind. Da muss nicht unbedingt direkt der Beamer rein, was man hätte vielleicht noch machen können. Eine Alternative wäre noch ein Laser-TV, das hätte auch noch gerade so reingepasst, denke ich mal, mit 2,21 Meter, haben wir 20 cm mehr, also auch das wäre noch eine Variante. Da muss nicht unbedingt hinten der Beamer rein, weil bei den vielen Beamern haben wir manchmal auch das Problem, wir würden gar nicht die Größe hinbekommen, die man sich wünscht. Das wäre nämlich dann das andere gewesen. Nein, was wir festgestellt haben, das Sofa war, als wir reingekommen sind, war das hier sehr nah an der Rückwand, eigentlich direkt an der Rückwand, so wie es bei vielen von euch sicherlich auch ist. Allerdings haben wir gemerkt, dass wir im Bass doch einen Druck haben, der nicht war, wenn wir uns ein bisschen weiter nach vorne gebeugt haben. Deshalb haben wir jetzt mal das Sofa ein Stück nach vorne gezogen. Jetzt bleibt mein Köpfchen hier. Und da muss man sagen, es hört sich unter den Bedingungen, wie wir es jetzt eingemessen haben, harmonischer an. Es ist nicht so ein Druck irgendwie da. Und teilweise auch, ja, also ja, Druck kann man schon sagen. Es ist präziser geworden. Kannst du das kurz erklären? Sollte das der eine oder andere zu Hause auch mal ausprobieren? In vielen Wohnzimmern geht es ja nicht, weil die Couch halt da hinten stehen muss. Aber wir hatten hier tatsächlich den Referenzplatz von der Wand, von der Rückwand weggezogen. Auch in der Planung eigentlich schon. Aber weil hier auch ab und zu mal die Schwiegermutter übernachten muss, muss die Couch dann wieder nach hinten geschoben werden. Das Problem ist wirklich, dass die Begrenzungsflächen in einem Raum, die Rückwand, der Boden, die Seitenwände, immer durchs Druckmaximum einfach Bass dazugeben. Und das heißt, wenn wir an der Rückwand sitzen, haben wir immer eine Bassüberhöhung, die wir ohne aktive oder passive Auslöschung auch nicht beseitigt bekommen. Und deswegen ist es immer gut, wenn man einfach einen halben Meter von der Wand wegrückt, wenn die Möglichkeit da ist, um einfach nicht an der Wand zu sitzen und mit dieser Bassüberhöhung leben zu müssen. Und irgendwann kann es auch die Trinhoff nicht mehr korrigieren, weil gewisse Sachen auch die Trinhoff nicht korrigieren kann. Und wir hatten ja auch keine Möglichkeit, mit Bassabsorbern zu arbeiten, zum Beispiel in den Ecken, weil da die Surrounds hin mussten, weil der Platz nicht da war. Also von daher muss man sich dann so mit so kleinen Tricks behelfen, dass man eben nicht an der Wand sitzt, sondern ein kleines Stück weiter vorrutscht. Und wenn die Schwiegermutter dann mal doch hier einmal im Monat übernachtet, kann der Sven die Couch wieder zurückschieben, aber hat für die Fälle, wo er den Film guckt oder die Musik genießt, einfach eine bessere Sitzposition im Raum. Also was ihr vielleicht gehört habt über den Kopfhörer und was ich sehr hoffe, dass ihr es über den Kopfhörer gehört habt, war dieser doch deutliche Unterschied zwischen der Funktionalität der Optimizer ist an bei Trinhoff und der ist aus. Also es fiel sowas von in sich flach alles zusammen. Wir haben es ja immer schon gesagt, es gibt Räume, da ist es extremst vom Unterschied und es gibt andere Räume, da sind es viele Feinheiten, aber es fällt nicht so direkt so zusammen. Hier dieser Raum ist ganz klar mit einer Trinhoff, also wirklich hat einen riesen Mehrwert bekommen. Was du noch nicht hast, ist das Remapping. Remapping wäre noch eine Variante, wo du drüber nachdenkst oder das vielleicht noch machen möchtest bei dem. Das heißt, du schiebst mir akustisch den Lautsprecher etwas anders hin, als er physikalisch steht. Richtig. Also du positionierst ihn akustisch etwas anders. Das ist eine Besonderheit unter anderem von der Trinhoff, das Remapping. Genau, also das bedeutet, wenn der Lautsprecher jetzt nicht perfekt platziert werden kann, warum auch immer, da ist eine Tür, da ist eine Terrassentür, was auch immer, kann man mit der Trinhoff ein sogenanntes Remapping nutzen, dass der Lautsprecher virtuell woanders hingeschoben wird. Das heißt, es spielen andere Lautsprecher mit. Also das heißt, der Surround links zum Beispiel, der gibt irgendetwas wieder und der ist falsch positioniert. Dann kann die Trinhoff das quasi so steuern, sehr einfach ausgedrückt, dass der vorne links ein bisschen mitnimmt und dadurch virtuell der Lautsprecher quasi im Raum nach vorne geschoben wird. Das ist einfach ein akustischer Trick, um die Lautsprecher dann richtig im Raum zu positionieren. Wobei jetzt dort, wo du sitzt, das ist schon der Referenzplatz. Das heißt, da haben wir auch von den Winkeln 30 Grad, 110 Grad die Surrounds, 30 Grad die Deckenlautsprecher. Das haben wir da, wo du jetzt sitzt, schon relativ gut eingehalten. Ja, eigentlich haben wir alles Wesentliche erwähnt. Also wir halten mal fest, das dürfte eins der besten, klanglich besten Arbeitszimmer sein, die wir zurzeit in Deutschland haben. Ein Hoch aufs Homeoffice. Ich finde das mit dem Homeoffice auch ziemlich gut. Ist sogar bei der Firma, wo er arbeitet, festgelegt worden. 4 Tage oder 3 Tage soll er mal Homeoffice so machen. Also da braucht man nicht lang laufen, wenn man nach Feierabend mal sich noch ein bisschen entspannen möchte. Das ist also wirklich ziemlich cool. Vielleicht sollte man in der Firma mal einen Vorschlag machen, das sollte man überall einrichten. Wir könnten ja mal so eine EU-Verordnung mal festlegen.
Arbeitsschutzverordnung. Ja, ja, mein Lieber. Eins würde ich nur noch kurz ergänzen, weil wir es gerade mit den Absorbern hatten. Die Sonitus Levita, die hier verbaut sind, wirken natürlich nicht im Bassbereich. Also ich möchte es einfach nur noch mal deutlich sagen, nicht, dass es da zu Missverständnissen kommt. Also die Sonitus Levita funktionieren hervorragend und im Mittel- und im Hochtonbereich, aber unter 180 bis 200 Hertz deutlich reduzierter. Also wer was im Bass optimieren möchte, kann uns gerne anschreiben oder anrufen. Die Levita sind eher was für Mittel- und Hochton. Er hat das auch ziemlich gut umgesetzt alles, ne? Also wenn man so mal handwerklich guckt, ein Kumpel hat anscheinend noch geholfen, Carsten Bier war wahrscheinlich auch im Hintergrund, der hat auch noch ein bisschen das Ganze leichter gemacht. Also das kann man sich schon sehen lassen. Und diese dunkelblaue Farbe ist sehr angenehm. Es muss nicht alles schwarz sein, wenn man einen dunklen Raum haben möchte. Mit Dunkelrot hatten wir schon, so Weinrot hatten wir schon und dieses Dunkelblau, das sind zwei Farben, die auch nicht selten zu sehen sind. Das sieht schön aus. Also, es hat Spaß gemacht, ziemlich cool. Ich würde sagen, den Sven holen wir uns gleich nochmal ins Bild rein. Mhm. Und dann werdet ihr noch einen Termin vereinbaren, wo ihr nochmal den Feinschliff dann durchführen könnt. Genau, dann machen wir nochmal 4-5 Stunden einmessen, der Trinov, bis alles rund ist und bis der Sven auch sagt, toll, genauso gefällt es mir. Dann haben wir unsere Arbeit hier positiv erledigt. Ja, und dann müssen wir wieder darauf hinweisen, also jederzeit dürft ihr uns gerne besuchen und könnt euch das Ganze mal anhören und anschauen. Und dann habt ihr vielleicht 200, 300, 400 Kilometer Zeit, auf dem Rückweg drüber nachzudenken. Ihr seid nicht dann der Erste, der ins Grübeln kommt, wenn er das Ganze mal live erlebt hat. So machen wir das. Jetzt muss ich mal eben kurz nach oben gehen und hole noch was aus meiner kleinen Überraschungskiste. Geschenke! Der gute Lothar nickt mit dem Kopf, ich darf weiterreden. Okay, du nickst auch mit dem Kopf. Okay, möchtest du auch noch was sagen? Ich habe nichts mehr zu sagen hier. Gut, alles klar. Das beruhigt. Wir sind am Ende unseres zweiten Besuches von unserer Süddeutschland-Tour. Wenn ich das jetzt hier so alles sehe, halte ich fest, das ist schon ziemlich cool geworden. Wir haben hier mal wirklich mal was... Innerhalb der, was haben wir, 950, 960 Videos, würde ich sagen, ist das schon mal ein Raum, den wir in dieser Art und Weise in der Kombination so noch nicht hatten. Fernseher, Tageslicht, simulierende Schreibtischlampe, Schreibtisch, der hochfährt, mega Sessel, also dann die Lautsprecher. Bei der Firma muss ich, glaube ich, auch mal anrufen, die dürfen sich jetzt auch für das Video bedanken. Nein, und dann das Ganze mit einem tollen OLED-Fernseher in einer Größe von, was war das, 88 Zoll? 83. 83 ist das, ne? Das war der LG mit 83 Zoll. Hier mit irgendwas, was du noch gerne besser machen möchtest? Oder bist du angekommen? Raumklimatisierung ist, glaube ich, ein Thema fürs nächste Jahr. Dass wir irgendwie ein bisschen kühle Luft aus der Anlage kriegen. Die Stelle ist gut. Im Sommer ist hier schon schnuggelig. Ja, das stimmt, definitiv. Weil du auch da noch so ein Panzerglas über das Kellerfenster hast, was ich absolut nachvollziehen kann bei dem, was hier steht. Und insoweit, ja, Raumklimatisierung, das ist ja so ein Haus, was ja hier so luftdicht verschlossen wurde. Ne? Ja, so ein klassisches KfW-55-Haus. Und da geht keine Kälte rein, aber auch nicht mehr die Wärme raus. Ne? Okay, das solltet ihr also berücksichtigen bei der Hausplanung. Holger, ihr beide werdet euch in nächster Zeit nochmal sehen und wir fahren jetzt aber weiter. Mhm. Kannst du schon was verraten, was wir jetzt als nächstes sehen werden? Ja, wir fahren jetzt nach München. So, komme jetzt an Papas Brust. Nein, ist nicht. Also, wir fahren jetzt nach München und sehen dort ein 50 Quadratmeter Kino, was früher ein Lager einer Elektrofirma war und was der Frank und der Florian dann in mühevoller Kleinarbeit zu einem tollen Heimkino umgebaut haben. Mit Quadral-Titan, Steward-Leinwand, Trinov, also auch wieder oben ins Paket gegriffen und einmal alles bitte. Na, das wird ja haben wir eigentlich die Dänen auch hier irgendwie in unserer Tour oder sind die Dänen gar nicht? Ja, morgen, oder haben wir unser Ukrainer dabei? Morgen sind wir beim Stefan, der das Kino mit unseren Bauplänen selber gebaut hat und der hat die Dänen diesmal an Bord und auch einen klassischen Denon und ein schönes Heimkino im mittleren Bereich. Und in dieser Woche wird gerade ein Kino fertiggestellt. Ja. Da sind wiederum unsere Ukrainer verbaut. Da haben wir auch schon ein paar Informationen auf Facebook veröffentlicht und werden in den nächsten Tagen auch noch weitere Bilder machen. Ne? Genau, wir haben heute Mittwoch, das heißt spätestens übermorgen sollte das Kino fertig sein. Und dann kann der Jörg aus deiner Nachbarschaft mit Mac Audio sein neues Heimkino genießen. Wunderbar. Also es gibt eine Menge Gründe, diesen Kanal zu abonnieren, damit ihr weiter informiert seid über das, was wir alles so in den vier Wänden von unseren Kunden durchführen können und machen und was die selber machen. Mit professioneller Unterstützung. So, jetzt muss ich noch mal eben kurz einmal das Ding hier festmachen. Zweitens, mal kurz, du hast gesagt, hier kommt nichts rein, hier geht nichts raus. Trotzdem, wenn doch mal was reinkommt, was kalt ist, hast du hier für deine Frau eine Decke. Raum, ne? Und dann haben wir noch ein paar Grubitassen, dann haben wir noch für die Party hier den Kronöffner. Und dann haben wir natürlich noch eine Scheibe mit Mucke. Ich hoffe, ich habe ein bisschen Geschmack getroffen. Schiller ist dabei. Ja. Das ist das Epic-Album. Ja, haben wir natürlich noch bei uns auch selber im Programm. Und hör dir das mal an, weil das wird sich in diesem Raum hier musikalisch gewaltig anhören. Ja, cool.
Ja? Vielen Dank. Wir sagen auch vielen Dank, dass du bei uns warst, dass wir dein Vertrauen gewonnen haben und dass wir das Ganze mit dir realisieren konnten. Ja. Wirklich. Nee, hat Spaß gemacht. Ich freue mich auf unseren Termin. Und dann heißt es Filme gucken und Musik hören. Feuer frei. Alles klar. Und ihr bleibt bitte dran, weil die nächsten Videos kommen. Bis dann. Abonnieren, Glocke, ihr kennt das Spiel. So ist es. Bis dann. Ciao. Servus.